Ja, ich möchte gerne das Wichtigste in der Martinus Kosmologie in zehn Minuten erklären. Martinus ist ein dänischer Schriftsteller und sein Hauptwerk ist das Buch des Lebens in sieben Bändern, in, in, insgesamt 3000 Seiten. Und das ist ein sehr interessanter Titel, das Buch des Lebens, weil er hat die sprache des lebens beschrieben er meint dass alle sämtlichen lebewesen die erleben die direkte sprache des lebens also nach martinus dann ist das ganze universum ein lebewesen und das universum spricht zu uns und alles was wir erleben das ist die direkte sprache ich kann zum beispiel kein chinesisch kein arabisch wenn ich so einen text lesen würde dann könnte ich nicht verstehen so ist das auch mit ein Analphabet, wenn man einen Text zu ein Analphabet zeigt, dann kann er ja nicht verstehen, aber er kann doch die physischen Zeichen sehen. Und so ist es auch für viele Menschen, die können das Leben erleben, aber die finden, dass das Leben ist sinnlos, es gibt keinen Sinn im Leben, es ist kein Zweck damit, aber Martinus meint in allerhöchsten Grad, dass es gibt einen Zweck im Leben. Der Zweck des Leben Lebens in unserer Perspektive ist Entwicklung und wir sollen das Leben genießen. Er hat im zweiten Band des Buches des Lebens beschrieben, wie die direkte Sprache des Lebens ist ein Ausdruck für Erziehung und Unterricht, sowohl auch für Unterhaltung und Liebe. Das heißt, ab und zu mal ist das Leben ja ganz schön lustig und man genießt das Leben, da gibt es viel Liebe im Leben, aber ab und zu mal ist es ein bisschen unangenehm. Und dann werden wir also vom Leben erzogen, da wird also Unterricht gegeben, aber oft, oft verstehen wir ja nicht, dass es gibt so ein Unterricht hier im Leben. Martinus äh, spricht von einer Ewigkeitsperspektive. Laut Martinus gibt das, ein reinkarnationsprinzip ein karma-prinzip alles sämtliche lebewesen hat ein ewiges kern wir haben ein ewiges ich und ein ewiges überbewusstsein wir haben ein ewigkeitskörper alle unsere erfahrungen und talenten werden in diesen ewigkeitskörper gespeichert und wenn man in ein leben da hat man sich trainiert und aufgeübt studiert und hat seine fähigkeiten und talenten verbessert dann werden sie im ewigkeitskörper gespeichert und dann werden sie den untergang der physischen körper überleben. so und dann macht es also wirklich einen sinn im leben. jede einzelne erfahrung hat eine bedeutung für die entwicklung. alles hat einen zweck und wir entwickeln uns von primitive egoistische tieren zu liebevolle äh, perfekte menschen. wir sind auf dem wege zur vollkommenheit. wir sollen alle Buddha-Wesen, Christus-Wesen oder Gottes-Wesen. Und ein Gottes-Wesen ist ja ein Wesen, die nur Liebe praktizieren kann. Die kann nur ein Freude und Segen sein für alle sämtliche Lebewesen. Aber wenn wir in der Schule sind und wir wissen nicht, dass es gibt einen Lehrer dann lernen wir ja nicht so viel. Deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, dass das Universum ist lebendig ist. Und wir bekommen Unterricht und Erziehung. Jede einzelne Erfahrung hat einen Zweck, eine Meinung. Es gibt keine Zufälligkeiten. Und Martinus meint, es ist sehr wichtig, die direkte Sprache des Lebens zu verstehen. Wenn ich kein Arabisch, Chinesisch, Japanisch verstehen, dann ist die Schreif Schriftzeichen ja sinnlos für mich. Ich muss die Grammatik, die Sprache studieren, um so ein Buch zu lesen zu können. Und deshalb sind die Meisten Materialisten hier auf der Welt, sie sind eigentlich Analphabeten dem Leben gegenüber. Die verstehen nicht, was das Leben berichtet. Wenn man ein Leben glaubt, wenn man glaubt, ich habe nur ein Leben, dann muss man wirklich sagen, das Leben ist total ungerechtig. Einige werden krank geboren, andere gesunde. Einige werden in reichen Ländern, andere in arme lindern. es gibt so viele verschiedene dinge im leben dass mit einer einlebensperspektive dann ist gibt es keine gerechtigkeit im leben. und es ist auch total unlogisch und heutzutage erleben wir sehr angenehme dinge die unsere vorfahren sich gewünscht haben. sie hat es gewünscht aber hat es nie erlebt. wir haben es nie gewünscht aber dann erleben wir das. das ist doch total unlogisch. Und das ist ja fast Tortur, also es gibt auch kein Liebe, wenn wir nur ein Leben leben, aber mit einer Ewigkeitsperspektive, dann ist es also so dann gibt es ja Gerechtigkeit im Leben, weil wir haben ja viele leben, und es gibt ja ein Schicksalsgesetz, Karmagesetz. Gesetz. Wir können alle unsere Fähigkeiten und Talenten im nächsten Leben überführen. Es gibt eine totale Logik und Gerechtigkeit im Leben. Und dazu gibt es eine große Liebe, weil wir sollen nicht mehr Leid erleben, als notwendig ist. Wir müssen Mitgefühl und Mitleid entwickeln. Und das können wir theoretisch nicht machen. Wir müssen also selbst das äh, erleben. Und jedes Mal, wenn wir gelitten haben, dann kriegen wir Mitleid. Wenn wir die Schmerzen und Probleme gefühlt haben, dann bekommen wir Mitgefühl. Das ist Humanität und Nächstenliebe. Das ist sehr liebevoll. Martinus trennt die Lebenserfahrungen in zwei Teilen. Es gibt angenehme Dinge und es gibt unangenehme Dinge. Und das ist ja klar, die angenehme Dinge, das ist ja gut, das zu erleben. Unangenehme, man könnte sagen, das ist schlimm, das ist böse, das ist finsternis, aber Martinus zeigt mit all seinen sämtlichen Analysen, dass das ist gut. Es ist unangenehm, aber es ist gut. Es macht die Kontrasten. Man kann ja schätzen, dass man hat Gesellschaft, wenn man einmal Allein war. Man kann schätzen, es ist warm, weil einmal war es zu kalt. Man kann sich glücklich fühlen, weil man früher unglücklich war. Alles hat einen Sinn, alles hat einen, einen Zweck. Und dann meint Martinus, dass die direkte Sprache mit dem Leben ist eigentlich dasselbe wie Gebet. Also diese direkte Sprache des Lebens, das ist eigentlich das Universum spricht zu jedem einzelnen lebewesen aber mit einem religiösen Term konnte man sagen: Gott spricht zu jedem einzelnen Lebewesen. Und in die breiteste Definition meint Martinus, dass alles Lebenserleben ist eigentlich Gebet. Jedes Mal, wenn wir mit einem anderen Lebewesen kommuniziert, dann ist das also eigentlich ein Gespräch. Aber dahinter steckt also das universelle Wesen Gott. Und alles Lebenserleben ist eigentlich ein Gespräch mit Gott, oder? Alle sämtliche Lebenserfahrung ist also ein, ein Gespräch mit Gott. Man hat mich ab und zu mal gefragt, gibt es eine religiöse Praxis in der Martinus-Kosmologie? Und da würde ich sagen, ja, also die religiöse Praxis ist eigentlich nur im alltäglichen Leben, weil man begegnet Gott jede, jede Stunde, 24 Stunden dem Tag herum oder 23 365 Tage im Jahr herum. Man trifft immer auf Zellen in Gott. Alle anderen Lebewesen, sie sind Zellen in Gottes Körper. Man trifft immer Gott und spricht immer mit Gott. Und dann hat Martinus das so gesagt, dass das Gebet entwickelt sich. Das Gebet ist ein Gespräch mit dem Leben. Das ist ein Gespräch mit Gott. Um die erste Stufe. Das ist also, man betet um etwas. Persönliches oder egoistisches bekommen. Man will gewinnen, man will Geld haben, man will den Goldmedaille verdienen oder gewinnen. Das ist egoistische ähm, äh, Wünsche. Auf einer höheren Stufe kann man sagen, dass man gebetet um etwas um Energie zu bekommen, um die Probleme zu lösen. Vielleicht hat man große Probleme, man ist krank, man hat ein schweres Schicksal, dann kann man darum beten. Gib mir Stärke, gib mir Inspiration und Kraft, meine Probleme zu ertragen. Gib mir, gib mir Ideen, die Probleme zu lösen. Das kann doch nicht die anderen schaden. Es gibt egoistische Gebeten, weil wenn ich bete darum, dass ich will, das Goldmedaille haben, dann können die anderen ja keine Goldmedaille bekommen. Wenn ich viel Geld bekommen haben will, dann können die anderen ja das Geld nicht haben. Das ist egoistisch. Aber es kann doch die Umgebung nicht schaden, dass ich bete um Kraft und Energie und Inspiration meine Probleme. Dann haben wir schon ein Gebet auf einem höheren Niveau. Und man könnte auch fragen, weshalb sollte das Universum, die Ganzheit oder die Gottheit mir helfen? Weshalb? Weil es ist ein Vorteil für die Ganzheit. Wenn es, es weh tut in meinem Knie, dann ist es eigentlich ein Gebet von meinen Zellen in diesem Gnie, Knie. Und die beten also um Hilfe. Weshalb sollte ich meinen Zellen helfen? Weil es ist ein Vorteil für mich. Weshalb sollte das Universum, die Ganzheit oder Gott mir helfen? Wenn es, dann will die Ganzheit ja mich helfen, wenn es ein Vorteil für die Ganzheit ist. Aber wenn es egoistisch ist, dann wird so ein Gebet nicht gehört. Und Martinus meint, das war sehr genial, was Jesus da im Gethsemane-Garten gesagt hatte. Er hat darum gebeten, dass den Kelch ihn vorüberging. Das heißt, er hat darum gebeten, das Problem zu vermeiden. Aber wenn man das Problem nicht vermeiden kann, dann würde er das, sein, sein Schicksal tragen und sagen, geschehe nicht meine, sondern deine Wille. Das heißt, er hat sich darauf eingestellt, dass er möchte das tun, was war am besten für Gott. Oder das Universum. Und das ist also die richtige Verhaltensart und Weise. Und dann kommt man zu der zweiten, dritten Stufe. Und das ist, man betet darum, die beste Lösung zu finden. Auch wenn es kein Vorteil für mich ist. Es gibt vielleicht ein Problem in der Familie, auf der Arbeit. Es gibt große Probleme. Und da betet man darum dass man kann die beste Lösung finden. Ich bin bereit, meine Bequemlichkeit, mein Geld, meine Zeit zu opfern, um die beste Lösung zu finden. Das ist doch ein Vorteil für die anderen. Vielleicht gibt es so ein Dreiecks-Drama äh, Dreiecks in der Ehe und dann sagt man, ja, wenn irgendjemand von uns drei unglücklich werden soll, dann bete ich darum, dass ich das Einzige wird und die anderen wird glücklich. Martinus sagt sogar. In dieser Situation ist es überhaupt nicht schwierig für einen Schutzengel, die richtigen Ideen, die richtigen Gedanken im Bewusstsein zu bringen. Das ist also auf, auf einer noch höheren Stufe. Und solche Gebeten werden ja gehört, weil man will das Gute für die Ganzheit und nicht für sich selbst. Dann ist man auf dieselbe Wellenlänge wie Gott, dann ist man auf dieselbe Wellenlänge wie das Universum. Die, das Grundton des Universums, das ist ja Allliebe und dann gibt es auch eine vierte stufe da mit dem gebet da wird man vielleicht ein bisschen enttäuscht aber das geht also eigentlich darum dass der zweck des lebens ist eigentlich gespräch mit gott Das höchste stufe in, in diesem gebet das ist dass man spricht mit gott jesus hat ja eine sehr persönliche gottesverhältnis gehabt martinus hat eine sehr persönliche gottesverhältnis gehabt und das ist möglich, auch wenn das Universum ewig und endlich ist, dann kann man ein persönliches Gottesverhältnis bekommen. Und das ist nicht eine Willensfrage. Man kann sich nicht dafür entscheiden, nun will ich ein gutes Gottesverhältnis haben. Aber man muss sich stufenweise austrainieren und, und das aufüben. Und das kann man machen mit dem Gespräch des Lebens. Ganz allmählich. Man spricht mit dem Leben, dann... Erlebt man etwas und man versteht, das ist ein Bescheid von Gott, das kann Liebe und Unterhaltung sein. Gott ist gut. Das kann auch sein, das ist bis Beschwerden und Problemen. Aber man versteht, das ist eine Hilfe für mich. Es ist unangenehm, aber es führt zu etwas Höheres und Besseren. So deshalb kann man also sich daran gewöhnen, immer Gott im Alltag zu sehen. Und dadurch wird man befreundet mit Gott. Wenn man ein unbekannter Mensch trifft, wie kann man gute Freunde werden? Ja, dann muss man ja zusammen sprechen und sprechen und sprechen. Und je mehr man zusammen gesprochen hat, je besser auch Freunde bekommt man. Und dadurch muss man also auch, um ein gutes Gottesverhältnis aufzubauen, mehr und mehr mit Gott sprechen. So Martinus Hauptwerk, das Buch des Lebens, ist eine Grammatik in die direkte Sprache des Lebens. Und das kann man das praktizieren und üben und üben. Und letztendlich kommt man auf dieselbe Wellenlänge wie Gott. Martinus rekommandiert nur, Nächstenliebe zu praktizieren und anderen Menschen zu dienen. Und wenn das Bewusstsein ist auf diese liebevolle Wellenlänge, dann ist man auf dieselbe Wellenlänge wie Gottes Bewusstsein. Und da kann man also kosmische Erleuchtungsblitze erleben. Und das kann man vielleicht in einem Leben ein, ein Blitz erleben, im nächsten Leben ein Blitz erleben, dann kommt vielleicht mehr Blitzen und letztendlich bekommt man ein permanentes kosmisches Bewusstsein. Martinus meinte, dass Jesus hatte ein vollkommenes Bewusstsein, er war ein mit Gottes Bewusstsein. Und Martinus hat uns also den Weg zu Gottes Bewusstsein äh, gezeigt. Aber die letzten vielleicht 3000 Jahre vor dem kosmischen Bewusstsein, da müssen wir selbst gehen, da sollen wir nicht an Autoritäten glauben, dann müssen wir also selbst die, den Weg gehen und wir müssen selbst das Leben verstehen. Und äh, deshalb hat Martinus sein Hauptwerk Liebesbuch geschrieben. Man soll nicht an Martinus glauben, aber das ist ein Handbuch, ein Manual, das zeigt, wie man das Leben beobachten kann. Und dadurch kann man die Natur und das Wesen von Gott äh, kennenlernen und das ist im kurzen perspektive der sinn des lebens das ist dass wir soll uns zur vollkommenheit entwickeln und zusammen mit dem göttlichen bewusstsein schmelzen